Als ich 11 war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, ich habe das Gefühl, mein Leben ist jetzt beendet. Es ist so, es wäre einfach, es wird einfach nicht weitergehen, es wäre jetzt einfach eine Wand vor mir. Also es hat alles angefangen, so Anfang 2016, wo ich die ganze Zeit krank war, schlapp. Ich habe nichts mögen, ich habe normal gegessen, aber ich habe extrem viel abgenommen. Ich habe extrem viel getrunken und habe dementsprechend auch sehr oft aufs WC müssen. Und dann hat man halt irgendwie gemerkt, so nach ein paar Monaten, irgendetwas stimmt nicht. Ich hatte das Gefühl, der Boden wird mir unter den Füßen weggerissen. Eine Welt bricht zusammen. Ich habe natürlich rudimentär gewusst, was das bedeutet, aber nicht bis in letzte Konsequenz. Die 10 Tage waren nicht so schön. Ich hatte so ziemlich jede Nacht Albträume und ich habe im Schlaf rumgeschrauen und so Zeugs. Und auch daheim war es dann lange Zeit nicht wirklich besser. Die Diagnose, die gestanden ist, habe ich unsere Tochter als enorm stark wahrgenommen. Es war einerseits die Stärke, die sie an den Tag gelegt hat, andererseits auch der Abgrund, wo sie drin war. Happy war zum Begleiten als Mutter und auch als Vater. Als ganzes Familiensystem. Hanna ist ganz eine Aufgestellte. Wifi gesehen. Sie hat viele Fragen gestellt. Sie hat eigentlich relativ schnell Sachen mitgemacht und ist auch sehr stolz gewesen. Wir sind sehr stolz gewesen, dass sie mitgemacht hat. Nein, es ist wirklich eine Familie gewesen, wir gewusst haben, da können wir gut durch. Da haben wir einfach gewusst, ein bisschen viel Mühe von unserer Seite. Wir werden bis Ende die 10 Tage auf einem guten Weg sein. Und so ist es auch. Es war eine extreme Umstellung, dass man jetzt etwas hat, das für immer wieder hier bleiben wird. Und dass man Sachen machen muss und auf Sachen schauen muss, auf die andere Leute nicht schauen müssen. Es waren so viele Informationen, die plötzlich auf einen zukommen sind und man hat nichts verstanden. Aber ich finde, hier im KBB habe ich mich schon immer wohl gefühlt. Und ich finde, all die Beratungen sind immer super gesehen und man hat so also ein gewisses Vertrauen aufgebaut und die Menschen haben so jetzt auch eine gewisse Bedeutung im Leben. Die Beratung war wirklich so gewesen, dass nicht nur die praktischen Sachen vom Handling vom Diabetes thematisiert worden ist, sondern wirklich auch das ganze System Familie ist unterstützt worden und das ist enorm hilfreich gewesen. Wenn ich mich an den Tisch setze zum Essen, dann ist der erste Gedanke nicht, feines Essen. Der erste Gedanke ist immer, wie viel Gramm Kohlenhydrate hat das und wie viel Insulin brauche ich dafür. Das ist immer der erste Gedanke. Und ich denke, das repräsentiert tatsächlich jegliche Alltagssituation mit dem Diabetes. Immer zuerst die Überlegung, welchen Effekt wird diese Wanderung, dieser Besuch im Freibad, die Fahrradtour, der Besuch auf der Herbstmesse, was auch immer, welchen Effekt wird das jetzt auf meinen Blutzuckerspiegel haben? Das ist natürlich die Hoffnung, mit einem System, mit einem Gerät arbeiten zu können, das einsetzen zu können, um Verantwortung abzugeben. Aber das ist nicht möglich. Das beste technische Gerät hilft mir nicht, wenn ich den Diabetes grundsätzlich nicht angenommen habe. Ein bisschen mehr als ein Jahr nach der Diagnose bin ich zum ersten Mal ins Diabeteslager gegangen, wo ganz viele andere Diabetiker in meinem Alter sind. Und dort war der erste Moment, wo ich mich nicht mehr allein gefühlt habe und nicht mehr, als wäre ich jemand, der nicht normal ist. Und ich habe mich dort wirklich so
daheim gefühlt. Das UKPB-Team hat schon im Spital uns Mut gemacht, rauszugehen, das Leben normal weiterzuleben. Und wir sind dort in dem ersten Jahr, wo Hanna 3-4 Monate die Diagnose hatte, haben wir unseren Hippie-Bus genommen und sind 3 Wochen durch England durchgefahren. Und dort hatte ich als Mutter das erste Mal das Gefühl, ja, yeah, yeah doch, man kann das irgendwie handeln. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist am Anfang, nach, wo noch alles frisch war, dass das einfach so normal werden kann. Heute lebe ich sehr glücklich mit dem Diabetes, trotz dem Diabetes, was auch immer. Ich würde wirklich sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich Diabetes bekommen habe. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt durch den Diabetes. Ich habe viele von meinen besten Freunden kennengelernt. Ich bin als Person bin ich nur daran gestärkt worden. Es war am Anfang nicht so toll, aber das ist okay. Es gibt auch schlechte Phasen im Leben, aber die gehen auch vorbei. Und schlussendlich wird man nur stärker davon. Und ich bin sehr, sehr glücklich.